Jo, ich habe mir mal meinen Hocker geholt. Da, mit Schaffell natürlich. Damit ich hier mal die Felgen putzen kann. Alles, was so noch putzenswürdig ist, putzen kann. Und das Wetter ist ja eh sowas von daneben. Da habe ich ja Zeit dafür. Und jetzt auch ein Ort. Aber das soll nicht der Grund für das Video sein. Der Grund ist das hier. Die das Virus ist ja jetzt scheinbar in Italien virulent. Und da werden ja Städte abgesperrt und abgeriegelt, sodass man nicht mehr sich frei bewegen kann, in verständlicher Weise. Und da habe ich mir gedacht, ich fahre morgen mal los und kauf mal so einen Notvorrat. Das kann ja ganz schnell sein. Wir sind ja in Hamburger Nähe hier direkt. Dass sich das ausweitet und auch hier auftritt. Und dann man hier auch abgesperrt wird von der Außenwelt. Und da sind wir momentan ziemlich schlecht aufgestellt. Also werde ich morgen losfahren und hier Nudeln kaufen, Reis kaufen. Wasser kaufen, Dosen kaufen, so dass ich, beziehungsweise wir hier, so 14 Tage, 3 Wochen damit über die Runden kommen könnten. Das kann man ja alles im Laufe des Jahres noch verbrauchen, aber wenn man es nicht hat, dann mag man vielleicht mal auf der schlechten Seite sein. Und da bin ich nicht so der Freund von. Ich bin lieber vorbereitet. Soll jetzt keine Panikmache sein oder was, aber ich will da auf der sicheren Seite sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ob ihr vielleicht schon vorbereitet seid, irgendwie in irgendwelcher Weise. Also ich werde das auf jeden Fall ab morgen sein. Und das schreibe ich jetzt oder sage ich jetzt auch mal nur im Video, damit man es, ja, in 5 Jahren denkt man, oh ja, da war ja das mit dem Virus. Und ja, gucken wir mal. Ich werde euch dann morgen das Ergebnis zeigen. Dann blende ich ein Bild ein, was ich da alles gekauft habe. Gucken wir mal. Das muss ja nichts Großartiges sein, keine großartigen Gerichte, sondern einfach nur die Grundsachen, dass man die in ausreichender Menge hat. Dass man also nicht Hunger leiden muss, wenn man mal 14 Tage hier eingesperrt sein sollte. Oder wenn man noch zum, was weiß ich, Edeka fahren könnte, aber das vielleicht aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr möchte. Dann werde ich auch noch bei der Apotheke vorbeifahren und werde mal gucken nach Mundschutz. Kann man ja auch mal 2 Stück oder 3, 4 im Haus haben. Schadet ja nichts, kostet kein großes Geld. Kann aber im Zweifel mal nützlich sein. Ich will das nicht hoffen. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt. Ich möchte sie aber auch nicht gerne erleben, so dass ich also in unvorbereitetem Zustand erleben. Und deswegen, muck wie dat. Jo, das soll es auch schon kurz und knapp gewesen sein. Morgen wieder mit frischen Felgen hier, mit sauberen Felgen. Die sind sauber, aber ja, man kann aber eben gucken. Da ist ja noch gar nichts. Aber ein bisschen ist das schon, also. Da muss ich mal ein bisschen dran arbeiten. Macht ja auch Spaß. So, bis dahin, das soll es gewesen sein.